der Zugfreund Gottschlick Falco mit seinem Zwerg-Astrolog mit 79 Dreiern. Du bist als Erster dran, du willst wieder einen Kreuzpokal haben. Dann beim Zwerghähn. Oh, mit dem ist die. Nee, halt, bei großen Hühnern hat der Zugfreund Kramer Philipp der Vorwerkhahn den dritten Platz gemacht mit 12 Krähern. Gleich hier geblieben, Philipp. Philipp! Herr Kramer, beim großen Hähn der Vorwerker mit 43 Krähern. Die große Fresse haben sie alle. Was mich natürlich freut, wenn eure Jugendliga mit seinen Zwerghahn, deutsche Zwergvarianten mit 114 Krähern, das ist schon eine ganz schöne Leistung. Der Vogler Karl. Super. Gratulation, Mann. Also, ja? Stehen. So, und jetzt kennen die anderen sich schon. Natürlich müsste ich als Erster ran. Ja. Da muss ja noch ein Kleid das abgeben. Ja. Ja, nee, in unserem Dorf. Also ich sage, Zeusen ist schon ein Dorf, wo viel passiert. Vor 14 Tagen war ja Kuchen essen, ja, auf dem Festplatz. Aha. Das ist ja auch Tradition, schon lange. Und da geht auch der Post recht ab. Wir hatten 137 Torten und Kuchen. Wurden hier verkauft. So unser Rittergutsbesitzer, den seine, war die Tochter schwer krank. Und da hat der Rittergutsbesitzer gesagt, wenn meine Tochter wieder gesund wird, gebe ich für das ganze Dorf oder für die ganzen Leute Kaffee und Kuchen aus. Und da soll angeblich von hinten von Altendorf bis Schernedle hoch eine Kuchentafel gewesen sein. Und darum heißt das Kuchenessen. Ja, dann wurde es verboten zu DDR-Zeiten. Ja, war ja von der Rittergutsbesitzer. Ja. Und dann hieß es Heimatfest. Es durfte dann auch nicht mehr Heimatfest heißen, weil wegen der Heimat. Und dann hieß es Dorffestspiele. Und die ganzen Fahrzeuge, blaue Lichthand, da tut er da. Es ist dort genehmigt. Ja. Sein Chef arbeitet dort. Ja, ja. Und rechts, DAW-Fahrzeuge ohne Ende. Da stehen die alle rechts und links dann so. Oh, ich war fertig. Ja, ich war fertig. Ich war fertig. Ich war fertig.